Das AHA-Team, Andreas Hösel und Heike Antons, und wir haben ein Buch über den Odilienberg geschrieben und möchten euch heute zu ein paar Orten entführen, damit ihr euch einfach mal ein Bild machen könnt, einen Eindruck verschaffen könnt, weil Bilder sagen einfach mehr als 1000 Worte. Viel Spaß dabei! Und falls ihr den Odilienberg schon kennt und ihr wundert euch, warum wir hier stehen, dann kann man euch sagen, das hier ist eines der magischen Tore in den Odilienberg, nicht das gewohnte. Genau. Lala, lasst euch überraschen. Viel Spaß. Fantastischer Anblick hier. Bei uns das Rheintal Richtung Straßburg. Auf der anderen Seite, na, ist ein bisschen schwierig zu sehen, Schwarzwald, die Schwarzwaldhöhen. Und wir befinden uns hier auch an einem ganz besonderen Platz. Der wird so im spaßig der Wildschweinfelsen genannt, weil man hat hier ein Wildschwein eingraviert. Das ist schon vor vielen, vielen Jahren geschehen. Wann genau, weiß man nicht. Aber es geht hier senkrecht nach unten. Und wir werden euch gleich mal die Sicht von unten zeigen, weil das ist nämlich ganz spannend, weil wir uns da nochmal auch mit dem Gestein hier ein bisschen näher beschäftigen werden. Ja, hier haben wir das Silicon Valley vom Odilienberg. Silikon hat natürlich jetzt nichts mit dem Silikon zu tun, sondern es geht hier um das Silizium, um den Speicher. Wir kennen das alle von unseren Computern, von unseren Handys und so weiter. Es geht nichts ohne Silizium. Es ist ein Speichermedium. Und das, was wir hier haben, und das ist auch das Besondere an außergewöhnlichen Kraftorten, ist ein sogenanntes Konglomeratgestein. Man spricht auch so volkstümlich vom Puddingstein, weil es sieht ja wirklich aus, wie wenn hier einer Zement angerührt hätte und dann die ganzen Steine da reingeworfen. Aber das ist natürlich nicht so. Das Besondere hier ist wirklich, dass in diesen ganzen Steinen, in den Kieselsteinen, Silizium drin ist. Und dadurch natürlich das ganze Wissen gespeichert ist um den Odilienberg. Vielleicht kann man sich, oder vielleicht könnt ihr euch das nicht so vorstellen, aber wenn man sich mal längere Zeit mit dem Bewusstsein eines Baumes beispielsweise, einer Pflanze, auseinandergesetzt hat, dann weiß man ganz genau, dass auch ein Stein natürlich über ein Bewusstsein verfügt, und man kann mit diesem Bewusstsein, sobald was Bewusstsein hat, kann man mit dem kommunizieren. Das heißt, Heike beispielsweise hat ja die Fähigkeit, dass sie mit diesen Dingen sprechen kann und dadurch natürlich an einen Wissensspeicher gelangt, der im Prinzip alles, was wir hier über den Odilienberg, über die Kraftorte, über die Entstehung und so weiter wissen möchten, dass wir darüber kommunizieren können, dass sie das fragen kann. Und das ist das Besondere hier. Es gibt auch an anderen Orten
nicht nur hier am Odilienberg, also auch in den Vogesen, aber auch zum Beispiel am Bodensee gibt es auch Orte mit ähnlichen Gestein. Das sind auch Kraftorte, die hauptsächlich zum Beispiel von den Kelten als Kraftorte benutzt wurden oder als Kultplätze. Aber hier am Odilienberg ist es natürlich was ganz, ganz Besonderes. Jetzt auch an einem ganz besonderen Kraftort, wobei die meisten hier eher unscheinbar sind und die meisten Leute auch dran vorbeigehen, weil sie das einfach nicht wissen um diese Kräfte. Aber wir sind hier am sogenannten Engelsfokus, entspricht unserem Stirnchakra. Es ist aber auch ein Ahnenplatz, das heißt, ich kann also ganz intensiv in Kontakt mit den Ahnen treten, also nicht jetzt mit den verstorbenen Verwandten beispielsweise, sondern wirklich mit den Ahnen. Und das ist das Besondere an diesem Ort, dass ich zum Beispiel auch Seelenrückholungen und solche Dinge hier, dass man das hier machen kann. Das ist also der ideale Platz für solche Meditationen und Bewusstseinserweiterungen. Ja, und hier ist wieder ein ganz unscheinbarer Kraftort, hier direkt bei diesem schönen Ahorn. Und das Besondere hier, es handelt sich um den Kraftort, man spricht auch von der Mitte der Mitte. Die Mitte der Mitte, die ist verbunden mit unserem galaktischen Zentrum, also von unserer Galaxis. Die Mayas bezeichnen das als Hunabku. Und man kann sich vielleicht gut vorstellen, dass man hier auch galaktische Höhenfluge erleben kann. Also wenn man in die Stille geht und wirklich mal diese Energie in sich aufnimmt und natürlich entsprechende Übungen damit verbindet, dann kann man auch dieses Gefühl, dieses Einssein mit allem, mit der gesamten Galaxis, mit dem Weltall und so weiter bekommen. Also ein ganz, ganz spannender Ort. Ganz in der Nähe hier von der Großmatt, von dieser großen Wiese. Und auch ein bisschen verborgen, also man muss schon wissen, wo er ist. Ja, wir sind jetzt hier an einem ganz besonderen Kraftort. Die Mauer ist im Prinzip gerade hier, also nicht weit weg. Und es geht um das Gebiet hier hinten. Als wir zum ersten Mal uns mit diesem Kraftort befasst haben, da war das im Prinzip eigentlich wirklich punktuell hier ein Platz mit der Energie der neuen Erde. Und was wir ja auch schon in anderen Regionen festgestellt haben, dass die sich immer weiter ausdehnen. Und wir waren jetzt auf dem Weg hierher, so circa, ich würde mal sagen, so 200, 250 Meter vorher war bereits schon diese Energie zu spüren. Also auch hier hat sie sich deutlich ausgedehnt. Die Plätze mit der Energie der neuen Erde, die zählen wir ja so generell zu den Kraftplätzen der neuen Zeit, die wir ja auch in unseren Artikeln, Blog und so weiter auch immer wieder erwähnen oder in unseren Büchern. Und also das wäre einer davon. Bisher haben wir hier am Odilchenberg drei Plätze mit der Energie der neuen Erde entdeckt. Sie weiten sich enorm aus, also die Angaben in unserem Buch stimmen schon so gar nicht mehr, weil die immer größer und immer weiter werden und sich ständig weiterentwickeln. Möglicherweise gibt es demnächst sogar noch neue Plätze mit diesen Energien, das können wir natürlich jetzt nicht wissen, wir können ja nicht in die Zukunft schauen.
was Plätze mit der Energie der neuen Erde sind, darüber haben wir auch noch ein eigenes Buch geschrieben. In Dialogen mit der Erde habe ich herauskristallisiert, mehr herausgefunden, um was es sich bei diesen Plätzen mit der Energie der neuen Erde handelt. Und daraus lese ich jetzt gleich etwas vor. Gaia Arta über Plätze mit der Energie der neuen Erde. Plätze mit der Energie der neuen Erde können eure Träume von einer neuen Welt nähren und unterstützen, da ihr dort bereits in meiner neuen Bewusstseinsqualität badet. Sie entstehen jetzt an vielen Stellen und können euch bei vielen aktuellen Prozessen unterstützen. Ob und wann ein weiterer Platz mit der Energie der neuen Erde entsteht, liegt nicht in eurer Entscheidungsgewalt. Letztlich sind sie Geschenke, die ich euch mache und die ihr nicht einfordern könnt. Ich erkenne, wem von euch es ernst ist und wem nicht. Ihr könnt mich nicht täuschen, nur euch selbst. Je mehr von euch bereit dazu sind, die neue Erde-Realität zu betreten und mitzugestalten, desto mehr solcher Kraftorte werden entstehen, um euch zu unterstützen. Sind solche Orte jetzt noch Lichtinseln, so werden sie irgendwann so zahlreich sein, dass sie keine Inseln mehr sind. Stattdessen wird die alte Welt aus kleinen Inseln bestehen, die langsam verschwinden werden. Die neue Erde, das bin ich, wie ich jetzt schwinge. Die neue Erde nährt alles, was auf ihr und aus ihr entsteht. Die neue Erde ist eure Gegenwart und Zukunft. Die alte Erde hingegen ist lediglich eine Art Erinnerung an mich, wie ich einst war. Sie nährt nichts mehr, lebt nicht mehr, ist nur ein Bild, eine Erinnerung. Sie ist eure Vergangenheit und auch noch eure Gegenwart, parallel zur neuen Erde, die euch erwartet. Kraftorte sind Hände, die ich euch reiche. Plätze mit der Energie der neuen Erde sind Tore, durch die ihr mich betreten könnt. Mag die alte Welt sich auch immer wieder mit Macht in euer Bewusstsein drängen, so breiten die Plätze mit der Energie der neuen Erde sich dennoch unaufhaltsam aus.